Direkt nach diesem Video wirst du dauerhaft 100% Motivation für die Schule haben. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich glaube, wenn ich so eine der absoluten Hauptsachen, die man für Oberstufenschüler oder Schüler auch allgemein machen könnte, damit sie in der Schule so viel besser sind, ist einfach dafür zu sorgen, dass sie dauerhaft motiviert sind. Ihr wisst ja schon aus meinem Video, aus meinem Motivationsvideo, was eigentlich ein Hate gegen alle Motivationsvideos war, findet ihr hier rechts oben unbedingt empfehlenswert. Die Bewertungen sind krank, genauso wie die Kommentare. Aber ihr wisst deswegen ja schon, dass ich eigentlich gegen Motivation bin. Aber natürlich verwende ich das Wort, weil es umgangssprachlich so am allermeisten verwendet wird. Und es hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Die Sache ist ja nur die, dass diese klassische Motivation nie richtig funktioniert. Deswegen ist die Frage, welche Art von Motivation funktioniert. Damit meine ich jetzt auch nicht Drive, weil, wie ich es im Motivationsvideo schon angesprochen habe, das könnt ihr euch einfach anschauen, sondern es geht mir um einen Perspektivwechsel, ein Mindshift, wie ich so gern sage, wodurch du einfach raffst, okay, wenn ich das anfange so zu sehen, dann werde ich wirklich dauerhaft volle Kanne motiviert für die Schule sein. Und zwar, habe Spaß daran, gut zu werden, und werde gut, um Spaß zu haben. Das ist die entscheidende Korrelation, um die es hier geht und die alles, absolut alles verändern wird, auch für diejenigen, die sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, das juckt mich nicht und so weiter. Weil ich hatte in der 11. Klasse sowas von keinen Bock mehr. Ich hatte echt keinen Bock. Ich habe all meinen Freunden, Familien, Bekannten, Mitschülern gesagt, die Chance, dass ich dieses Abitur hier fertig mache, liegt bei 40%. Das habe ich nicht nur gesagt, das habe ich so gemeint. Und trotzdem hatte ich dann in der 12. Klasse extrem viel Spaß wieder an der Schule. Woran lag das? Weil ich verstanden habe, dass ich Spaß daran haben muss, gut zu werden, und gut werden muss, um Spaß zu haben. Denn die Schule selbst, die überzeugt wirklich nicht inhaltlich, okay? Ganz ehrlich, Schule, ganz cool, aber was inhaltlich gelehrt wird und vor allem wie es gelehrt wird, da ist extrem großes Verbesserungspotenzial. Und das ist auch der Grund, warum so viele demotiviert sind, weil sie sagen, ja, das bräuchte doch für mein Leben nicht mehr. Und dann haben sie einfach in vielen Bereichen leider recht. Ja? Deswegen vollkommen okay, vollkommen okay. Das Entscheidende jetzt ist nur zu verstehen, dass wir sind immer in den Dingen gut, die uns Spaß machen. Und noch viel wichtiger für dieses Video hier, uns machen immer die Dinge Spaß, in denen wir gut sind. Es geht nicht zwangsläufig nur darum, ob eine Sache wichtig ist. Man denkt immer, ja, wir interessieren uns für die Sachen, die für unser Leben wichtig sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Weil beispielsweise Recht, ja, Recht ist für viele, wo sie sagen, ich meine, also so auch das Fach, aber auch was darüber hinaus geht als richtiger Beruf, das ist eigentlich mega wichtig für unser Leben. Das bestimmt ja alles. Das sind einfach die Regeln, wie unser Leben und unsere Gesellschaft hier funktioniert. Das bedeutet, das ist extrem wichtig. Aber die wenigsten interessieren sich dafür. Warum? Weil es einfach viel ist. Weil sie sich auch gar nicht daran auskennen. Aber so ein Profi-Rechtsanwalt, der hat da seinen Spaß. Der hat da Höllenspaß. Und jeder von uns, wir kennen es aus dem Wirtschafts- und Rechtsunterricht, wenn wir da selber mal mit so ein paar Paragraphen rumspielen können. Jeder von uns hat auf einmal mega Spaß daran, wenn wir das Gefühl haben, dass wir einfach jeden jetzt so voll hier auseinandernehmen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Egal was es ist, egal welches Fach, egal welche Lehrer, egal welche Klasse, wenn du aufhörst, immer zu überlegen, oh, ist das jetzt sinnvoll, interessiert mich das wirklich? Und du mal versuchst, das vollkommen unabhängig vom Fach zu machen, unabhängig darum, von worum es geht, unabhängig davon, welcher Stoff gerade dran ist, wenn es dir einfach nur darum geht, ich will gut werden, ich will einfach nur gut werden, dann wirst du in jeder Unterrichtsstunde Spaß haben, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses erst für mich gerafft habe, habe ich einfach angefangen, okay, bam, ich werde jetzt einfach in jedem Fach richtig gut. Und auch, ich war beispielsweise in Religion, war ich noch in katholisch eingetragen, obwohl ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar schon aus der Kirche ausgetreten war. Ich bin übrigens aus der Kirche ausgetreten, falls es irgendjemand interessiert. Selbst da, wo ich dachte, ja, okay, Jesus und Christus und Gott und ja, hat eigentlich jetzt gar nichts mehr mit mir zu tun, aber mir hat es trotzdem verdammt viel Spaß gemacht. Warum? Weil ich in jeder Unterrichtsstunde derjenige war, der einfach zu allem was sagen konnte. Ich konnte zu allem was sagen. Und
Natürlich ist es schön, dass du dich auch für Fächer oder vor allem auch in Fächern bemühst, die dich einfach interessieren, einfach auf natürliche Art und Weise. Das ist super. Aber es gibt einfach genauso, mindestens genauso viele Fächer, für die man sich eben nicht interessiert. Und in diesen Fächern ist einfach super wichtig, dass du einfach gut wirst. Weil es macht einfach Spaß. Ja, es macht einfach Spaß, wenn du im Unterricht sitzt und weißt, ich kann hier zu allem was sagen. Ich gehöre hier zu den Besten. Oder auch daheim bei der Vorbereitung, wenn du lernst. Ja, das ist natürlich kacke zu lernen, wenn du denkst, boah, ist der nicht wieder so viel und am Ende habe ich eh nur eine 4. Das ist natürlich kacke. Vollkommen klar. Aber wenn du daheim lernst, denkst du dir, geil, ich lerne gerade an meinen 14 Punkten. Besseres Gefühl gibt's nicht. Gibt's vielleicht schon, aber gibt's nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das Entscheidende, dass du dir wirklich sagst, okay, bam, hey, ich werde es einfach richtig gut, weil dann werde ich auch Spaß haben. Deswegen beobachte dir jetzt mal unbedingt morgen einfach mal die Leute. Welche Schüler haben wirklich Spaß an der Schule? Welche Schüler sind wirklich motiviert für Schule? Das sind vor allem die, die gut sind. Ja, es gibt dann immer noch die, die mega viel lernen und nicht gut sind, also eigentlich sehr viel wollen, aber es nicht auf die Straße im Prinzip bringen, ihre PS, und dann sind die auch nicht, die sind demotiviert. Warum? Weil sie viel dafür tun, sie wollen es wirklich, aber sie bekommen nicht die Ergebnisse. Aber diejenigen, die die Ergebnisse bekommen, für die ist es easy. Für die macht es auch Spaß. Und das ist im Prinzip ein never ending positive circle, weil je mehr du dich für eine Sache interessierst, je mehr Motivation du auch für die Schule hast, ist ja vollkommen logisch, dass du mehr lernst, vollkommen logisch, dass du dich mehr meldest, vollkommen logisch, dass du bessere Noten bekommst, vollkommen logisch, dass du dann noch mehr Bock hast. Deswegen versuch diesen endlosen Kreislauf von beiden Seiten anzugehen. Zum einen versuch dich mehr für die Themen zu interessieren, um besser zu werden, und gleichzeitig versuch auch einfach, und auch wenn du gerade keine Motivation hast, einfach nur besser zu werden, weil du weißt, in dem Moment, wo ich bessere Ergebnisse zurückbekomme, wird meine Motivation auch steigen. Und wenn du das hast, ich sag's euch, ihr werdet wie so ein Stein, der so einen Abhang runterrollt. Ihr werdet einfach immer schneller und 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 schneller, 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 und euch kann nichts mehr aufhalten. In diesem Sinne, denkt daran, ich glaube immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.